Willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Wir machen weiter in Welt 3-7 mit dem Pfosten-Yoshi. Federleicht auf Wattewoll. Okay. Naja, der Pfosten-Yoshi, ich weiß es nicht warum, aber es ist halt so. Sowas soll schon mal gehen. Okay. Erstmal hier wieder alles analysieren. Und im Endeffekt auch alles einsammeln. Bis jetzt noch nicht so viel. Okay. Das hat sich geklärt. Okay. Schön. Amazing shit. Ja, die Musik wieder einmal gut. Danke. Ah. Ich bin am Ableben. Doch, dann doch nicht. Okay. Speedrun Master hier wieder aktiv. Wollen natürlich keine Zeit verlieren bei was, aber auch. Weiß nicht. No! Okay, ab in die Röhre. Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock. Alles einzusammeln. Aber wenn schon, denn schon, gell? Hi, oh. Schön. Let's continue. Checkpoint. Und die Herzen sind auch schon aufgefüllt. Jetzt gehen wir noch weiter. 4 Bonusherzen. Und hier können wir runter. Wattewolken, Alter. Die machen mich ganz verrückt. Okay, der Wurf war grauenvoll. Der war schon ein bisschen besser. So, jetzt ran an die Buletten, Beeilung. Müssen alles einsammeln. Das war, nennen wir es mal, knapp. Oder gewollt. So. Ich denke mal, wir haben bis jetzt alles. 3 Blumen, 3 Rolle und 10 Münzen, Medaillen, Stempel, Miibos, whatever. Ja, ja, doch, ist gut. Flugzeug Yoshi, gleite durch die Lüfte und drücke B, um Gegner mit Geschossen zu beharken. Ja, auch ein Wort. So, wir machen ja alles kaputt. Gut machen. Gut, gut. Ja. Muss ja auch alles einsammeln. Jetzt wird's hier lustig. Letzte Phase. Nochmal volle Pulle. Fuju! Egal, scheiß auf den Rest. Das ist mein sogenannter Checkpoint. Ach nee. Da regnet's Münzen, da regnet's. Unglaublich, was hier alles gibt. Wunderschön. Ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg, dieses Level jetzt gleich abzuschließen. Durch sind wir ja noch nicht. Eine Blume fehlt uns ja jetzt noch, um
Ich glaube auch ein Wolle-Teil. Dam, da, dam. Ach komm. Als ob das nicht gezählt hat. Okay. Guten Tag. Habe ich jetzt alles eingesammelt? Ja. Und da. Kleiner Prozess. Okay. So, da tut sich der letzte Scheiß auf. Habe ich jetzt nicht gesagt. Wunderbar. Fantastisch! Aber kein Bonusspiel. Oh, wir haben trotzdem so lange gebraucht. Ah, die Ladezeit waren's. So, ja, Welt 3-8 jetzt. Und ich hasse diesen Bossfight abgrundtief. Also der ist echt nicht lustig. Aber egal. We are gonna do it good. Werden es überleben. Das ist eine der überlebenden Ladefolgen, nicht, wenn es zu lang dauert. Jesus, die sind aber auch lang. Waren die schon immer so lang oder kommen sie mir jetzt nur so lang vor? Unglaublich. Welchen Yoshi werden wir zusammen basteln? Den Regenbogen-Yoshi bestimmt. Ach nee. Ja, sag einmal. Und mit dem Regenbogen-Yoshi machen wir jetzt weiter im Welt 3-8. Endboss-Level. Namens Mutter Gluckuns Schloss. Okay. I'm so damn ready for this bullshit level. I'm gonna floopy beep boom. I don't know what I'm talking about. Wait. Okay, ich wollte eigentlich den Shy Guy. So. Wir machen uns das ganz easy heute. Keine Panik auf der Titanic. So läuft der Spaß hier. Oder auch nicht. Danke für den übelst epischen Kill. Also das war einer der besten Kills. Bin ich eigentlich schon mal jemals gestorben in diesem Spiel? Also im Let's Play zumindest. Unglaublich geil. Also Props an mich und auch an diesen Scheiger, der mir das Leben hier gerade zerstört hat. Definitiv. Kann man uploaden. Die 90.000 Punkte haben wir auch schon geknackt. Nur wegen diesen Kristallen da, die ich eh nicht brauche, weil sie eh nichts bringen. Hallo? Genau, dich habe ich gesucht. Let's continue the ride. Ausbeute bis jetzt sieht ganz gut aus. Ja, okay. So gut jetzt auch nicht. Aber das füllt sich noch. Nämlich hier.
mehr. Brauche ich nämlich. Danke. Jetzt kannst du wieder gehen. Ich hab gesagt, du kannst. Mal, das ist schlecht. So löst man das. Und nicht warten und so ein scheißes Bot hat einer. Ich muss die verlorene Zeit jetzt wieder reinbringen. Und jetzt fragen sich bestimmt welche Leute, was für verlorene Zeit, Alter. Alter, spinnst du oder was ist los mit dir? Und dann sag ich, ja, kann gut sein, dass ich spinne, aber... I think I spider. Okay. So. Nicht dein Ernst. Komm. Wir sind noch nicht ganz verloren. Yo, als ob. Ja, geil. Yo. Was, wir haben schon alle Blumen? Ah, herrlich. Also das... Ja, das ist mal wieder typisch. Typisch, ich weiß nicht was. Typisch Andy. Ah, fuck you. Müssen wir das auf die coole Art machen. So, jetzt haben wir eigentlich verkackt. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ja, das ist echt. So, dann macht's doch keinen Sinn mehr. Nein, ich hab den Checkpoint doch. Oh Gott, Kerle. Neu starten, bitte. Sowas hat sie. Sowas hat sie. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal vorspulen. Zum epischen letzten Türchen. So, jetzt soll ich zuerst den Scheiß hier, damit ich den ganzen Spaß nicht mehr einsammeln muss. So ungefähr zur Minute, keine Ahnung, 17 könnt ihr vorspulen. Ich denke mal, so lange wird das Level dauern. 5 Minuten. Mann. War sogar so eine geile Rettungsaktion, dann verderb ich es mir wieder. Ich meine, ich hätte ja noch Herzen bekommen, so ist es ja nicht. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass ich das noch überlebt habe. Aber naja, wem es nicht gegönnt ist, dem ist es halt nicht gegönnt. Dann klappt ja vielleicht beim Endboss-Fight richtig gut. Hoffentlich. Vielleicht sollte ich diese Dinger gar nicht aufmachen. Besser wäre es vielleicht, aber egal. Ah. Eben nicht so. Vorhin hat es besser geklappt, viel besser. Egal. Damn, straight. Okay. Das dürfen wir nicht vergessen, das vergesse ich schon mal gerne. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Mal. War da schon immer so ein Viech da auf dem Ding da drauf? Ja. Täusche ich nicht. Verfickte
Scheiße, Alter. So. Endspurt, Freunde. Jetzt darf nichts mehr schief gehen, Freunde. Freunde, was machst du hier auf dem Scheiß? Styler. Ah, Herr, na. Boom! Okay. Sieht das gut aus? Das sieht gut aus. Jetzt können wir vorstoßen. Und, nee, wir sind bei Minute 16, es tut mir leid. Also, 15 und 40 jetzt. Kann ich das denn ahnen, wie schnell ich bin? Egal, was mache ich mir eigentlich ins Hemd? Wir bekommen ja nochmal. Aber eigentlich ist es ja unnötig, sowas zu sagen. Wer braucht es ja nicht. Habe ich schlecht geschlafen oder was ist los? Ich glaube, ich fühle mich jetzt einfach nur zu cool. Man braucht ja diesen Kugelwille da eigentlich nicht, um da hochzukommen, aber ich hab's trotzdem gemacht. So, haben wir alles. Und ich hoffe, wir behalten auch die Herzen. Apropos Herzen, hier wird es noch mal welche geben. Aber wir haben alles. Und jetzt hoffe ich es doch sehr, dass wir es schaffen werden, diesen verfickten oder Mutter Gluckuhn, also diese verfickt. Ach egal. Let's do it, man! Hallo Kamek. Schön, dich wiederzusehen. Du kannst es einfach nicht lassen, was? Aber zum Glück habe ich da schon was eingefädelt. Komm her, Gluckuhn! Pass doch auf! Na, ist ja auch egal. Mach deine Arbeit und träne diesen nervigen Yoshi auf. Was? Auftrennen. Bist du Wahnsinn? Ah, oh, okay. Ja, ja, alles klar. Na ja, gut, okay. So, Taktik wie folgt, ihr seht's ja. Bam! Aber mit jedem Mal treffen wird's natürlich schwerer, Mutter Gluckuhn zu besiegen. Konzentration. Ich würde es auch nicht von diesem kleinen Hühnchen da treffen lassen, weil ich weiß nicht, ob es schief gehen würde, aber egal. So, jetzt müssen wir ihn schon dreimal, oder ist sie, dreimal, ah, treffen. Nutzen diese Dinger nicht ultra schnell. Das ist ein Problem. Schon ein bisschen schneller. Und weg mit dir, kleiner. Du sollst nicht weglaufen. Stell dir vor, das Ding hätte mich in die andere Seite, auf die andere Seite katapultiert. Das wäre ja, also es wäre ja nicht auszudenken, was dann passiert wäre. Dann wäre mein Kanal, glaube ich, geschlossen oder so. Oder die Kamera kaputt, wer weiß. Der Fernseher kann auch kaputt gehen und das Gamepad auch, also. Aber wir haben alles 100%. Das ist gut und im nächsten Part geht es weiter mit Welt 3.7. Oh, was glaube ich eigentlich mit Welt 3S? Ha, das wird echt nicht lustig. Aber das Spiel hat ja einen sogenannten Spaßfaktor und den müssen wir sicher nicht verderben. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es auch im First Try, also. Das kann ja alles möglich sein. Okay. Erstmal muss es aber laden und ohne Bin Laden bin ich nicht geladen. Ja, ich weiß nicht, was ich schon wieder eingenommen habe. Irgendwelche Drogen werden es ja sein, aber ja.
Oh, muss mal wieder aufstehen, ja, meine Beine. Einen neuen Triggerstecker, was ist denn das überhaupt? Keine Ahnung, niemand weiß es, niemand wird es verwenden. In diesem Raum. So, da haben wir ja bestimmt so Hühnchen-Yoshi. Ja, Glukon-Yoshi. Super! Super! Da tut sich Welt 3S auf. Ja, was das wohl sein wird? Keiner weiß es. Oh, wahrscheinlich doch. Ja, Kamek, ja, ja, ist ja gut. Da tut sich Welt 4 auf. Da tut sich alles auf. Jo, und mit dem Glukun-Yoshi sehen wir uns wieder in Welt 3S, also im nächsten Part. Nicht verpassen, bis dann und ciao.